back from the dead. Samstag, 30.11.2019 und willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Am Anfang erstmal ein paar Leute grüßen, und zwar Milta, Lolzu und Mathe-Test natürlich. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn heute sind ein paar neue Sachen am Start. Also, linke Seite angefangen. Ihr seht schon, Burning Beast am Start. Der Sound. Müssen wir nochmal hören? Boah, ist schon gewalttätig, muss man sagen. 1500 V-Bucks. Legendary. Muss man wissen, ne? Ist gewaltig. Ich weiß nicht. Also ich glaube, bei mir ist es so, je länger ich das Spiel spiele oder je länger ich schon drin bin in dem Spiel, je eher bevorzuge ich die so, ich sag mal, kleinen, unauffälligeren Gleiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr von dem Ding hier haltet. Also richtig crazy. Vor allem, wo man sich festhält hier unten an den Hooks, ist schon crazy. 1500 V-Bucks. Dazu gibt es noch passend einen neuen Skin, und zwar den Dominion. Und zwar, der junge Hellboy sozusagen. Der sieht nicht schlecht aus, aber den muss man halt auch mögen. Ich finde auch seine Rune ziemlich geil, muss ich sagen. Beziehungsweise sein Siegel? Flaming Siegel, genau. Finde ich ziemlich nice. Muss man aber mögen, wie gesagt. 1500 V-Bucks, anders als die weibliche Version gleich. Also erstmal Burning Blades, 800. Und hier die weibliche Version, Malice, die kostet nämlich 2000. Die kommt auch mit einem Backbling daher. Also die ist im Grunde genauso wie er, nur die ist halt irgendwie günstiger. Er ist irgendwie günstiger als die hier. Und ich weiß nicht, wieso. Ist ein bisschen weird, muss man sagen. Vielleicht einfach, weil es schwierig ist, heute noch zu rechtfertigen, dass ein Skin 2000 V-Bucks kostet. Kann auch gut daran liegen. Muss man drauf stehen. Sind sehr rot, die Skins. Männliche Varianten stehe ich nicht ganz so drauf. Aber wer drauf steht, kann sich den gerne holen. Und hier bin ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich sagen. Die sehen irgendwie hier auf dem Bild ganz anders aus als hier, wenn ihr sehen könnt. Die sehen irgendwie ein bisschen länger aus. Ich dachte eigentlich, es sind so sehen eher wie ein Dolch hier aus, statt wie ein Schwert. Trotzdem sehen die schon cool aus, muss man sagen. Aber das, wie gesagt, hier im Bild sehen die ein bisschen anders aus. Das ist ja öfter mal so. Weiter geht's hier mit dem Set hier, das Cutattack-Set hier mit Power Punch. Schon teuer, liegt aber auch an der Animation hier. 1200 V-Bucks, so ein bisschen Strom geht hier durch und so. Tsuki, einer meiner Lieblingsskins, muss ich sagen. 35 Tage her, dass das Set, wie gesagt, das letzte Mal im Shop war. Und die kann ich absolut nur empfehlen. Also einer meiner Lieblingsskins, richtig, richtig nice. Stinger kommt noch daher für 300. Ist ja dann auch eher für die, männliche Version geeignet, hier für Copper Wasp, denn, für Tsuki ist da nicht so passend der Rap dabei, muss man sagen, ein bisschen schade, aber cooles Set auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit einem besonderen Angebot, und zwar das Vertex Bundle ist drin, 2000 V-Bucks statt der vorher geforderten 3600, wenn man alles einzeln gekauft hätte, 1600 V-Bucks off, also weniger. Weiß nicht, ob man den mag oder ob man drauf steht. Ich stehe nicht drauf. Für mich sieht er so ein bisschen aus wie eine chinesische Billigkopie von Iron Man. Muss man aber wissen, der kommt, wie gesagt, einmal als Skin mit dem passenden Backbling, was auch, glaube ich, nur bei ihm perfekt drauf passt. Ihr seht schon, ist nicht mal eine Lücke hinten. So, das ist selten irgendwie. Das passt halt zu 100% auf ihm drauf. Und ihr seht dann hier noch passend mal einmal die Spitzhacke. Und dann hier einmal der Gleiter. 2000 V-Bucks ist schon eine Menge, aber ihr bekommt hier auch eine Menge. Wie gesagt, ist natürlich absolute Geschmackssache. Wenn ihr das geil findet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, 2000 V-Bucks für alles zu bekommen. 1600 off ist schon ein geiles Angebot. Weiter geht's mit Revolt. Und Vertex übrigens 263 Tage nicht mehr drin gewesen. Nur mal kurz als Anmerkung, also schon lange her. Trotzdem sehe ich wenige Leute damit. Also, Revolt ist drin, 1500 V-Bucks. Ja, 174 Tage her, der ist auch recht selten. Chappy im Grunde genommen. Also wer drauf steht, kann sich den gerne holen. Ist schon ein nicer Skin, muss man sagen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den holen würde. Bin mir nicht sicher. Ja, weiter geht's mit Mika. 1200 V-Bucks. 128 Tage her. Auch schon ein bisschen länger her, aber die ist absolut gar nicht mein Fall. Farbgestaltung überhaupt nicht. Skin überhaupt nicht. Also passt zu null irgendwie zu mir. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie gesagt, ist immer absolute Geschmackssache, aber die feiere ich überhaupt nicht. Leadswinger ist drin für 500 V-Bucks und ist auch absolut selten. Zweitseltenstes Item heute. 245 Tage her. Jetzt vor allem, wo die Minty so berühmt ist, hat kaum noch einer irgendwie andere Spitzhacken auch in den Lobbys. Das sieht man meistens. Vor allem nicht sowas, aber schon selten auf jeden Fall am Start. Ja, und dann haben wir den Rap hier passend zu dem neuen, beziehungsweise erweiterten Set. 500 V-Bucks und das ist richtig geil. Da gehen die Grüße nochmal raus an Nox. Der hat mir das nämlich vorhin zur Verfügung gestellt. Richtig, richtig nice, oder? Also ich feiere das. Das sieht wirklich gut aus. Das sieht auch halbwegs in Ordnung. Das sieht wirklich eigentlich in Ordnung aus, auch auf dem Boot, muss man sagen. Hier ist ja meistens so, dass Sachen irgendwie komisch aussehen oder so. Aber das ist schon richtig geil. 500 V-Bucks kann man sich auf jeden Fall schon mal gönnen. Ja, und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Guitar Walk, Traversal natürlich, 500 V-Bucks. 136 Tage her, also auch schon recht lange her. Und wir haben noch Windmill Floss drin für 500. Das ist 21 Tage her.
Ja, der Shop so ein bisschen top oder flop, muss man sagen, ne? Also man muss drauf stehen irgendwie, ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Vertex, Dominion, Revolt, Mika, ist alles so eine Sache, mag man es oder mag man es nicht. Ist jetzt nicht so, wo man hundertprozentig sagen kann, ja, auf jeden Fall Empfehlung. Die einzige Empfehlung, die ich rausgeben kann, ist Tsuki, deswegen bekommt die auch mein Highlight. Und der ganze Shop bekommt von mir nur eine 5 von 10. Denn cooler neuer Skin ist auf jeden Fall drin. Wie gesagt, alles Geschmackssache. Cooles Bundle ist auch drin. Also vom Angebot her ist es schon nice. Aber es spricht halt überhaupt nicht meinen Geschmack irgendwie an. Das Einzige, wie gesagt, was ich geil finde, ist zum einen der neue Rap. Der ist richtig nice. Und natürlich Tsuki. Also schreibt gerne mal eure Meinung unten rein und was ihr geil findet, was euer Highlight ist, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn's Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.